Wie bist du denn? In der Höhle blockieren viele Felsen den Weg. Ich denke aber, dass ein Pokémon in der Lage sein müsste, diese Felsen aus dem Weg zu rollen. So, dann gehe ich erstmal hier lang, weil da ist Wasser. Aber das bringt mir auch nichts, das Wasser. Aber da ist ein Pokéball. Ein Kleinstein, Level 5. Okay. Ein Tag dann hast du wahrscheinlich besiegen mit seiner Aquaknarre. Das war ja einfach. Naja, nur Level 5, aber trotzdem. Pelzkarp, hey. Kann das einer lernen? Wo sind... Hier sind die Terms. Felsgrab. Nö. No. Da finde ich schon mal so eine gute TM und dann kann die keiner lernen, weil alle meine Geschäfts-Pokémon habe ich jetzt auf der Bank. Box. Sage ich immer Bank. Guck mal, gerade bei Anton in dem Bericht. Angriff bis 16, Spezialangriff bis 18. Was ist stärker? Kratzer oder. Okay, ich setze dann Aquaknarre ein. Kommt natürlich auch drauf an, was das gegnerische Pokémon für Werte hat, aber ich check mal Aquaknarre wird töten. Oder nicht. Das macht sogar Schaden. Das ist gut. Weil Anton ein Psycho-Pokémon ist. Aber eigentlich war es jetzt nicht super effektiv. Das, oder sehr effektiv. Deswegen verstehe ich das nicht, warum. Das tut sogar nicht eigentlich sehr wehtun. Ein Psycho-Pokémon. Die Höhlen sind ja ein Witz. Du gehst irgendwie 5 Meter und dann bist du schon wieder draußen. Guck mal, wie viel ein Kratzer macht. Okay, ein Kratzer macht viel weniger. Du bist aber ist doch eine Käferattacke, ne? Ich nehme erst 1,5 Stunden auf. Mir kommt so vor, als wären es 3 oder so. Ich habe halt heute sehr viel. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der Kratzer das nicht schafft. Ich habe halt sehr viel an Videos gearbeitet, ohne ein Video aufzunehmen. Und jetzt nehme ich auf. Und ich bin ein bisschen fertig mit der Welt. Weil 12 Videos bearbeiten, schneiden, rendern, Thumbnails machen, Titel auswählen und alles. Also beziehungsweise Titel schreiben und so weiter und Zeug, das geht irgendwann ein bisschen, also ist ein bisschen viel an. Ah, wir sind jetzt ein über der Höhle, wo wir gerade eben waren. Siehst du verschiedene Arten von Pokémon auf? Wenn du nur Pokémon eines Typs besitzt, wird es irgendwann schwer für dich, die Pokémon, die gegenüber diesem Typ im Vorteil sind, zu bestehen. Wer bist du denn? Lass uns kämpfen, werden wir die Duft der Blumen genießen. Ich dachte schon Aroma Lady, so. Aber nur vom Sprite her. Ja, ist es auch. Sarah. Ein Knospi. Da muss ich mal kurz wechseln. Von Flammen. Ah ne, ist kein Nassmacher. Hm. Ist auch nicht so klug. Ja, das war doof. Da hätte ich doch Staralili einsetzen sollen. Ich weiß doch, welche Attacken Knospi hat. Ich habe selbst noch Knospi. Mal gucken, wie viel Glut der noch macht. Nicht verkehrt eigentlich dafür, dass das gerade Nassmacher eingesetzt hat.
Okay, dann nochmal Glut. Kikugi. Ich weiß nicht, was ein Kikugi ist, deswegen setze ich einfach Enton ein. Weil das trainiert werden muss. Vom Level her sehr niedrig ist. Es müsste ein Pflanzen-Pokémon eigentlich sein, ne? Ach, es ist diese Kirche. Ja, weil das eine Akumaledi ist, die setzen meistens Pflanzen-Pokémon ein. Ich setze Steradidi ein. Weil Nassmacher noch aktiv sein dürfte. Was wird eigentlich Kikugi? Hat das eine Weiterentwicklung? Muss ja haben, so wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung, was es werden kann. Ich glaube, dieses komische... dieses sehr komische Pflanzenvieh. Ich habe vergessen, dass man das schnell lesen muss. Sonst sind die Texte weg. Ein Aufwecker, hey. Sag mal, was hältst du von Käfer-Pokémon? Nicht viel, um ehrlich zu sein. Es gibt ja Leute, die mögen Käfer-Pokémon. Ich bin nicht so einer. Ich mag Käfer-Pokémon eigentlich gar nicht. Eine Zirpurse. Oder, ja, Zirpurse. Und Enton. Aquaknarre. Besiege es bitte. Weil die Geduld wird dich zerfetzen. Ja gut. Ist ein Two-Hit. Level 10 für Enton. Mumpel, ich bleib nochmal bei Enton. Die können ja, glaube ich, nicht wirklich viele Käferattacken. Ist Enton überhaupt noch schon Psycho? Es ist nur Wasser. Wird Entoron so ein Wasser-Psycho-Pokémon? Oder verwechsel ich das gerade hier mit Fleckmon? Ich dachte, Enton wäre auch Psycho-Pokémon. Oder wenn ja, dann ist das ja komplett kacke, dass es nur ein reines Wasser-Pokémon ist. Ich meine, für den Anfang ist es gut. Aber auf Dauer will ich dann wahrscheinlich Enton auch nicht behalten. Na Matthias, so kann ich die Vorzüge der Käfer-Pokémon nicht erklären. Mimi, sage ich dann nur. Oh, da ist ein Zerschneiderbusch. Da komme ich nicht lang. Route 204, Flori. Oh, jetzt kommen sie auf einen zu, die Doppelkämpfe. Wir können diesen Trainer ganz schnell besiegen, oder Lena? Wir sind die Stärksten in unserer Klasse. Ihr seid Kinder, ich bin ganze 10 Jahre alt. Fast erwachsen. Liz und Lena. Pachirizo und Pachirizo. Das ist, glaube ich, ungesund für Enton. Ich bleib mal bei Shinux. Bei Enton tausche ich aus gegen irgendwie was anderes. Hier, Knospi. Deckel. Ach, jetzt wird nicht mehr das Pokémon es wird noch das Pokémon ausgewählt, aber unten auf dem Bildschirm in einem Menü und nicht irgendwie das Pokémon blinkt. Gehen wir auf das. Ja, ich hätte das eben schon merken müssen, eigentlich in den Doppelkampf, aber da war ich ein bisschen hohl. Wahrscheinlich hohle Fritte bin ich. Okay, los, Crosby. Up zu keep. Ups, so viel.
Ich weiß auch gar nicht, ob die Elektroattacken können, die Idioten. Ich hätte dich einfach mal draußen lassen sollen. Megasauger auf Pachirisu. Erstmal auf das eine Pachirisu gehen, bevor wir da was machen. Also bevor wir auf... Also immer erst auf einen Gegner den besiegen und dann auf den Überbliebenen. Ich glaube, wir gehen auf das andere Pachirisu, weil der Tackle dürfte eigentlich reichen von Rhinox. Oder dürfte der Tackle reichen? Ich bin mir jetzt echt nicht mehr so sicher. Ja, aber er hat gereicht. Der Anton war ja auch draußen. Jetzt sind die alle so wenig Erfahrungspunkte. Bis auf Knospi. Der Knospi hat auch wenig Erfahrungspunkte bekommen, aber... Es hat zumindest ein Level-Up bekommen. Im Gegensatz zu den Rest. Ist aber immer noch ein bisschen überladen bei Doppelkämpfen. Das ganzen Anzeigen und so. Sobald die Bildschirme und die Auflösung höher wird, wird das besser aussehen. Also in den späteren Generationen, aber so ist das. War nicht so schlimm wie in der dritten Generation. Da war echt, keine Ahnung, da hast du die halben Pokémon fast nicht gesehen. Vom Gegner. Also, es geht. Scheinungs erreicht Level 11. Bitte eine Elektroattacke. Oder nix. Spieler besiegt Liz und Lena. Ah, oh. Warte. So, was haben wir hier für Pokémon? Ein Knospi. Was ich nicht mehr brauche, weil ich habe einen Knospi. Ich setze mal Shinox ein. Auch wenn Richter Radio wahrscheinlich intelligenter gewesen wäre, aber Shinox muss auch ein bisschen trainiert werden. Also ich gehe, glaube ich, bis zur nächsten Stadt und dann höre ich auf. Weil mir fallen auch so langsam die Augen zu. Okay, das macht jetzt nicht so wirklich viel Schaden. Ich bin sehr verwundert, nicht verwirrt, verwundert, dass Shinox gar nicht vergiftet wird von... Knospi. Oder es hat wahrscheinlich nicht die Fähigkeit dafür. Kugelsaat, okay. Das hat ja in der dritten Generation, also in meinem Sophia Let's Play, Lompero ziemlich lange gehabt. Ich hatte Lompero auch ziemlich lange, weil ich nicht wusste, dass es durch ein Wasser dahin sich entwickelt. Ah, herrlich. Die Anwender bewirft den Gegner in seiner Folge 2 bis 5 Mal. Ja, Kugelsaat, da wir Mega sogar schon haben, ist Kugelsaat eigentlich total nutzlos. Flori. Also ich ein bisschen vom Anfang, also aber nur so ein bisschen, Kakariko angehört, so in die Richtung von Zelda. Wir sind in der Nähe von Ewigenau, aber trotzdem ist es noch weit. Du sollst dich für eine lange Reise vorbereiten. Vor ein paar Tagen habe ich gekämpft und die KP meines Pokémons wurden immer weniger. Ich dachte schon, das wäre es für uns gewesen, aber ganz plötzlich hat mein Pokémon die Beere gegessen, die es gehalten hat.
Pokémon bei dir ist es selbst für ein Kind wie dich sicher, wenn du alleine reist. Also wenn sie besiegt werden und ich in Ohnmacht falle. Ich sortiere nochmal meine Pokémon. Oder wir machen es anders. Ich nehme noch 10 Minuten auf und dann höre ich auf. Ist eigentlich gut sortiert. Lass mal so. Okay. Sind über Gloom. Hallo. Dieser Duft des Honigs hat mich hierher gebracht. Aber ich frage mich, dich und mich, bin ich ein Pokémon oder was? Honig. Da sind Team Galaktik-Idioten. Ich liebe es einfach hier zu sein. Die Atmosphäre ist so wunderbar. Bist auch hier, um deine Stimmung zu verbessern, nicht wahr? Da sind Bären. Komm auch, glaube ich, gar nicht weiter, ohne Team Galaktik zu verprügeln, außer geht nach rechts rum. Einige Arten von Pokémon erscheinen nur, wenn sie vom süßen Duft des Honigs angezogen werden. Pokémon scheinen einen fein ausgeprägten Geruchssinn zu haben. Sie nehmen den Duft von Honig aus weiter Ferne wahr. Die habe ich noch nicht gerettet. Willkommen in Florida, dem Ort der Blumen, Blumen und Blumen. Du hast ja auch ein paar Blumenzwiebeln pflanzt, das Leben, die Blumen. Blumenzwiebeln, was? Ich wollte in den Augen von Florian ein paar Blumen pflücken, aber dann kamen ein paar Typen vom Team Galaktik in schicken Uniformen. Diese Typen vom Galaktik sind zu den Augen hinter diesem blauen Blumenfeld hier gegangen. Florian, lebendig und duft. Ich werde mein Pokémon mit hübschen Accessoires ausstatten und dann mit ihm zur Jubelstadt vorgehen. Wird jeder in der Region mein Pokémon sehen. Bären und Accessoires können nicht in Pokémon-Supermärkten gekauft werden. Ich will mich verkackeiern. Und den brauche ich nicht. Mir wird leider nicht angezeigt, wie viele ich von allem habe. Deswegen kaufe ich erstmal nichts oder ein paar Pokébälle wären vielleicht okay. Ich habe nicht so viel Geld, 1500 ist nicht die Welt. Deswegen lassen wir das erstmal. Hier, da war ich ja schon. Weil ich war noch nicht in diesem Haus. Ein Pipi. Willst du das nicht? Ich will Pokémon-Bären pflücken? Ja, keine Ahnung, ja. Ja, das will ich auch. Hier hast du deine TM. Die enthält die Attacke Flücker. Oder eine TM, nicht deine. Wahrscheinlich kann ich damit Bären vom Gegner pflücken. Flori war einst ein öder, verlorener Hügel. Der Anblick machte die Menschen traurig und so pflanzten sie Blumen an. Aber nichts wollte hier wachsen und niemand wusste Rat. Und eines Tages sagte jemand der Natur, danke für ihre Gaben. Und der Hügel erstrahlte in seiner Blütenpracht. Ist das nicht seltsam und wunderschön zugleich? Also Pokémon Legends Arceus oder Legenden Arceus oder wie auch immer das ausgesprochen wird, spielt ja auch hier in Sinnoh. Sie nennt es nur Hisui aus irgendeinem Grund. Blühende Pracht der Blumenladen, hier gibt es Bären gratis. Wenn man ungefähr an diesen Ort hier kommt, da müsste ja eine öde Landschaft eigentlich sein und nichts mit Blumen. Bären, die du pflückst, kannst du an Pokémon verfüttern. Du kannst sie außerdem bei Blumenhändler gegen Accessoires eintauschen. Das ist eine arme Arena-Bäre. Möchtest du sie pflücken? Ich habe nicht aufgepasst, was sie gesagt hat. Kann ich pflanzen, ne? Ich habe nur eine von denen, deswegen lasse ich das mal. Aber die kann man nicht wirklich in Poke-Dinger hier Poke-Riegel verwandeln, ne? Aus einer einzigen Beere wächst eine Pflanze, die mehrere Beeren trägt. Pflanzt du an verschiedenen Orten, weil was eine Beere gibt es mehr und mehr Beeren in der Welt. Du hilfst dabei, dass mehr Beeren auf der Welt wachsen. Fragia-Beere. Bitte komm morgen wieder, dann habe ich eine andere Beere für dich. Bitte pflanze diese Beeren weich in den Boden. Ja. Henna, bitte pflege Beeren, indem du ihnen mit der Entonkanne Wasser gibst. Danke für die Entonkanne.
Aber werde ich nicht machen, weil das mir zu doof ist. Abfalleimer ist leer. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Okay. Ich muss hinter die Theke. Hallo. Im Taschenleiter werden gegen Accessoires sein. Accessoires sind. Also, das ist wieder so ein Spielelement, das braucht kein Mensch. Ihr ganze Überstadt-TV-Zeug da. Sind wir auch vom Team Galactic oder sind wir das nicht? Und warum müssen wir hier zwischen den Blumen herumstehen? Das ist ein bisschen cool. Hey, hör auf zu motzen, das ist eine ehrenbare Aufgabe. Aber Käferpflanzen-Pokémon finde ich einfach nur gruselig. Und deshalb wäre ich auch lieber woanders. Okay, dann lasse ich Kira mal stehen. Und gehe mal weiter. Noch mehr Bären. Wenigstens geht das Glück ein bisschen schneller als wie Saphir. Heißt mir trotzdem zu langsam. Hilfe, Hilfe, Trainer, kannst du meinen Papa holen? Er arbeitet im Windkraftwerk, aber die Leute, die außen aus, irgendwie aus dem All sind, ganz fies und wollen mich nicht hineinlassen. Okay. Windräder, Windkraftwerk. Wir Team Galactic erforschen den Ewigwald. Kein Schritt weiter. Zu unserer Forschung gehört das, auch Pokémon in den Blumenfeldern von Flori aufzuspüren. Wir nutzen die Energie, die im Windkraftwerk entsteht, ebenfalls. Aber es geht dich gar nichts an. Okay, dann mache ich euch erstmal im Windkraftwerk platt. Und, Item. Erstmal Trank finden. Windkraftwerk, ökologische Energie aus Windkraft. Hier kann man, glaube ich, Platschirizo fangen. Ich habe aber schon Elektro-Pokémon, deswegen ist das mir egal. Ein Bibarel oder Babylon, wie es im Deutschen heißt. Ja, Bibarel, was war nochmal Bibarel? Ich glaube, das war Bititzas Entwicklung, ne? Ich weiß es nicht mehr. Kratzer. Ich muss mal nachschauen. Ich mach das mal flott auf dem zweiten Bildschirm. Ja, ich muss aber auch dann noch kämpfen. Okay, du bist ein Wasser-Pokémon, Enton, aber. Enteron, wie siehst du aus? Du bist auch ein Wasser-Pokémon. Wieso denke ich, dass ihr Psycho-Pokémon seid? Ich bin am überlegen, ob ich ein Bubbleen fangen soll, aber weil es neu ist und Enteron werde ich wahrscheinlich nicht lange benutzen. Also neu für diese Generation. Aber Bubbleen entwickelt sich auch, glaube ich, nur zweimal, ne? Und ich weiß nicht, was es für ein Typ haben wird, wenn es sich entwickelt. Ich google mal kurz oder guck mal nach im Pokéwiki. Bubbleen mit einer Hand schreiben ist scheiße, weil ich muss den DS ja auch festhalten. Ist auch nur Wasser. Bleib ich jetzt mal bei meinem Enton? Achte. Das ist so ein Mandela-Effekt, dass ich dachte, dass Enton ein Psycho-Pokémon ist. Ich mach Bubbleen erstmal weg. Also ich dachte, dass Enton ein Psycho-Pokémon ist die ganze Zeit und dann ist es gar nicht. Ich hab's wahrscheinlich irgendwie mit Lamos verwechselt. Und Flintmon. Gucken wir mal ein bisschen weiter, was wir hier finden. Zur Bubbleen. Kratzer. Will ich doch Bubbleen haben? Ich weiß es nicht. Enton ist halt schon auf Level 11. Bubbleen müsste ich noch mal ein bisschen trainieren. Ich weiß halt nicht, was stärker ist, ein Bubbleen oder ein Enton.
warte, glaube ich, auf ein anderes Wasser-Pokémon vielleicht. Oder ich bleib bei Inton. Eins von beiden. Aber man merkt hier schon sehr, dass in dieser Generation so ein bisschen viele, die mit der ersten Generation angefangen haben, bei der zweiten oder bei der dritten ausgestiegen sind. Und man wollte halt die Nostalgie für die erste Generation ein bisschen benutzen, wollte man ein bisschen benutzen. Und dann hat man einfach, ihr habt, so wenn ihr mein Display gesehen habt oder es einfach so wisst, in der dritten Generation wurden am Anfang wirklich sehr viele Pokémon der dritten Generation benutzt. Also man hat sie, hat am Anfang wirklich sehr viele aus der dritten Generation nur fangen können. Später wurde es immer ein bisschen mehr von den anderen zwei Generationen, aber zuerst war es erst wie die aus der dritten Generation. Hier ist das so, man hat es vielleicht gemerkt, aber man kann viel mehr Pokémon aus der ersten Generation fangen, also aus der vierten und der ersten, so dazwischen nicht wirklich. Merkt man auch vielleicht an meinem Team. Ja, erste Generation, vierte. Okay, aber ich hatte ja schon Zubat. Ich hatte einen Onix, einen Kleinstein, Macholo haben wir gesehen, wir haben Kapador gesehen, also sehr viel aus der ersten Generation und von der vierten. Und ich sag's mal schon vorneweg, auch wenn für Leute auf die Gefahr, dass Leute diese Generation nicht kennen und ich sie ein bisschen damit spoiler, es gibt, oder überhaupt Pokémon keine Ahnung von haben, es gibt sehr viele Entwicklungen aus der ersten Generation in dieser Generation. Was ich damit meine, ist, dass Pokémon, die vorher keine Entwicklung hatten oder nur zwei Entwicklungsstufen, hier noch eine weitere Entwicklungsstufe bekommen in dieser Generation. Und das sollte einfach nur so ein bisschen die erste Generation Leute zurücklocken zu dem Spiel. Aber man hat das ja gemerkt an mir vielleicht, dass das nicht so gut geklappt hat. Weil ich diese Generation, also die ersten drei Arenen gemacht habe und dann die Generation ausgesetzt habe. Und dann komplett die fünfte Generation auch ausgesetzt habe. Tatsächlich haben sie das bei der sechsten Generation nochmal versucht, sehr viele erste Generation Pokémon am Anfang hinzusetzen. Und das hat da auch geklappt, weil sehr viele... Oh, ein... Wie heißt du? Schellers? Schallelos. Du entwickelst dich leider nicht, soweit ich weiß. Oder du hast sehr hässlich. Entwickelst du dich, glaube ich. Deswegen will ich dich nicht haben. So bist du süß, aber deine Weiterentwicklung ist einfach nicht so mega schön. Genauigkeit sind das nicht gut. Na, so ein Scheiß. Ja, wie gesagt, in der sechsten Generation hat das viel mehr geklappt, mit die ersten Generationsspieler wieder zurückzuholen, weil da mehr Zeit vergangen ist, weil Leute, die nur die erste Generation gespielt haben, das waren ja nur zwei Generationen zwischen die ersten und der vierten, aber zwischen der ersten und der sechsten sind fünf Generationen. Beziehungsweise aber ich gerade scheiße. 1, 2, 3, 4, 5. 4 Generationen liegen fast zwischen der 6. und der 1. Ja. Ah, komm, wir wechseln das Pokémon. Wie gesagt, in der sechsten Generation hat das viel besser geklappt. Ich kannte sehr viele... also ich habe gesehen, dass sehr viele Content-Creator, Streamer, YouTuber, was auch immer,
mit der sechsten Generation wieder eingestiegen sind. Vor allem, weil da sehr viele Pokémon am Anfang waren, die sie eben kannten. Und ich bin auch mit der sechsten Generation, weil ich einfach ein bisschen... Ich habe halt die vierte Generation nicht wirklich gespielt und die fünfte gar nicht. Und ich war einfach neugierig, weil es war ja dann auf dem 3DS, wie das sein wird, das neue Pokémon X und Y. Zu dem Zeitpunkt neu natürlich. Ich gehe nicht in die Kraftwerk, sondern ich höre auf, weil ich genug gelabert habe. Ich laufe gegen den Zaun. Ich wollte ja nur noch ein bisschen aufnehmen und ich habe das mit Pokémon suchen dann verschwendet. Ich dachte, da könnte man Pachirisu fangen, weil Kraftwerk und so, aber da waren nur Bamelin, Lalelos und was war da noch? Bidiza. Und Bidiza sind ja uninteressant. So, dann gucke ich mal, wie ich meine Pokémon sortiere. Übrigens, die siebte Generation wollte ich eigentlich auch spielen, aber irgendwie hat sich das nie ergeben. Die achte Generation, ich weiß nicht, da hatte ich einfach null Interesse. Nicht weil, wohl nicht aus. Und es sieht tatsächlich besser aus, also Schildschwert sieht besser aus als, ich glaube, sie ein Bubo. Oder, da sind ja nicht alle Pokémon drin. Oder, das ist nicht Open World. Pokémon-Fans sind manchmal scheiße. Und Pokémon ist Open World. Nur weil du nicht... Wie soll ich das sagen? Open World ist für mich ein Spiel, das eine Welt hat, in der du durchreisen kannst. Komplett. Von Anfang bis Ende. Nur wenn die Welt ein bisschen begrenzt ist, heißt nicht, du kannst nach Luftlinie gehen, sondern dir steht mal ein Baum im Weg und kannst nicht in die Richtung laufen. Oder dir steht mal ein Haus im Weg und kannst nicht in die Richtung laufen. Das ist trotzdem eine Open World. Ich kann... Okay, die ist noch nicht ganz offen, weil das wird erst mit dem Spielverlauf so. So sind aber alte Open World Spiele aufgebaut. Oder Oldschool Open World Spiele. Wo ist es nochmal? Die Karte. Hier. Ich kann überall, wo die Wege angezeichnet sind und die Städte, kann ich überall hin. Und wenn ich das Spiel dann durch habe, kann ich dann. Wieso ist denn hier. Gehört das auch noch zu Sinnoh? Und das hier auch? Auf jeden Fall, ich kann überall hin, was man hier so auf der Karte sehen kann. Also was eingezeichnet ist. Also hier in die Pampa kann ich jetzt nicht, aber trotzdem, das was eingezeichnet ist, da kann ich überall hin. Da muss ich mir das erst freispielen, aber sobald das freigespielt ist, kann ich überall hin. Es ist eine offene Spielewelt. Aber für... ich kann ja reinzoomen, sehe ich gerade. Also mir wird auch gesagt, was ist. Kraterberg. Spoiler. Aber für Leute ist eine Open World einfach meistens eine Insel. Und das ist einfach, kannst in jede Richtung laufen. Das ist aber scheiße. Das ist scheiße. Weil Story, es ist wirklich schwer in der Open World eine Story reinzubringen. Es gibt halt Spiele, die schrecken sich nicht auf Story, zum Beispiel Breath of the Wild. Und du kannst also sobald du das Tutorial gemacht hast, kannst du sogar zum Boss laufen und den plätten, wenn du das kannst. Und du kannst halt überall hinlaufen und die wird nicht so viel Story gegeben. Aber bei anderen Spielen, zum Beispiel bei GTA, du hast den ganzen Scheiß offen und keine Ahnung. Es ist einfach komisch, wenn du schon überall hin kannst, aber dann von der Story immer von
also immer in einem Bereich quasi rumeierst und diese Bereiche werden dann geöffnet durch, also werden erweitert in der Story und dann gehst du mal komplett durch die Insel oder um die Insel rum oder was weiß ich was, aber du kannst die quasi von Anfang an schon bereisen, das ist einfach, keine Ahnung, ey, Banane. Und erstmal nicht GTA, sondern so Ubisoft Open Worlds. Die haben 10.000 Marker und du kannst irgendwie einen Scheiß sammeln, aber irgendwie bringt dir das im Endeffekt nicht viel. Und ich mag es lieber, so eine Open World, die begrenzt ist und sich immer weiter öffnet, mag ich viel, viel lieber als irgendwie 1.000 Marker oder irgendwie so eine Gummi-Story, die auch keinen Sinn macht, weil man die ja nicht linear machen, also linear eine Story machen in der Open World ist irgendwie Banane. Ist schwer. Ja, kannst machen, aber dann warum brauchst du eine Open World? Das ist halt die Frage. Die alten GTA-Sachen haben das ja tatsächlich auch hinbekommen, weil die Welt auch blockiert haben. Man konnte am Anfang nur in einem gewissen Bereich hin und her. Man hatte seine kleine Open World und dann, wenn man in einem gewissen Punkt der Story war, ist die erweitert worden, die kleine Open World. Und die wurde dann immer wieder größer. Und ich weiß, ich bin gerade hier voll am Thema am Abkommen und wollte eigentlich beenden. Aber heutzutage sind Open Worlds sind einfach scheiße. Es gibt ein paar gute, wie zum Beispiel Breath of the Wild, weil du kannst einfach rumlaufen. Da geht es ja nicht um die Story oder um Questmarker ab zu klappern, sondern du gehst einfach raus und suchst dir irgendwas, was interessant aussieht und da gehst du hin und machst das, was man da machen kann. Das fand ich gut, dass du nicht irgendwo hingewiesen wurdest, weil wenn du eine Open World hast, wieso, also so eine ganz offene World, wo du quasi Luftlinie irgendwo hin kannst und dann hast du, bei Breath of the Wild ist das sogar machbar, weil du da so weit klettern kannst und schwimmen und gleiten und den ganzen Scheiß und dass dir nicht eben 1.000 Marker gesetzt werden, du kannst dir selber Marker setzen, aber die werden halt nicht 1.000 Marker gesetzt und gesagt, geh dahin, da sind kleine Sachen, die sowieso keinen Einfluss auf Gameplay haben oder sonst was, sondern du kannst einfach irgendwo hingehen, wo es interessant aussieht und dann irgendeinen Scheiß machen. Und Hauptsache Spielspaß. Hauptsache frei erkunden. Das ist schön, dafür braucht man eine Open World. Nicht für, keine Ahnung, einfach, keine Ahnung. Ich hasse moderne Open Worlds. Ich meine, das erste Zelda, das hatte auch eine Open World. Und da konntest du auch, die war auch hier und da begrenzt, aber sobald du ein paar Items hattest, konntest du sie auch komplett bereisen. Und die hatte sehr viele Geheimnisse, die wahrscheinlich in der Anleitung stand, aber wir hatten die Anleitung heute noch. Oder im Internet steht das auch. Aber, Alter, ey. Moderne Open Worlds sind so scheiße. Deswegen habe ich lieber sowas wie hier bei Pokémon, dass hier alles nach und nach eingeschaltet wird. Oder halt wie bei Kamezin und Purpur, wo dir zwar gesagt wird, da und da musst du hin, aber mach das in deiner Reihenfolge. Es wird nur gesagt, dass du da hin musst, es wird aber nicht gesagt, wann oder wie oder wo. Also wo schon, aber nicht, dass du da direkt hin musst, sondern du kannst auch. Es werden dir am Anfang zwei Routen vorgeschlagen, aber dann ich mochte die Open World in Kamezin und Purpur. Wirklich. Und wir hören jetzt mal auf hier mit dem Gelaber. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass ich am Ende dann nochmal so gerambled habe. So einfach über Sachen geredet habe, über Open World. Moderne Open World sind scheiße. Tut mir leid, ist halt so. Ich mag Open World Spiele nicht. Zum Beispiel Postpoken war auch so. Bäh. Also sowas, was ich halt nicht mag. Ich fand das Kampfsystem gut, aber die Open World, die war einfach langweilig.
Komm, hör mal auf. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage tschüss, bis demnächst. Vielleicht mache ich ein eigenes Video, wo ich einfach mal über Open World rumlaber. Ich spiele halt nicht so viel Open World. Also ich kenne halt vieles nur vom Sehen und Hören sagen und so. Aber ich hätte da schon mal anscheinend Redebedarf. Also ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage tschüss, bis demnächst. Habe ich eigentlich schon gesagt, aber egal. Tschüss.